Und wenn man dann guckt, was sagt denn die UNO hier, das sind ein paar Wortspenden vom UNO-Generalsekretär, der auf der letzten Biodiversitätskonferenz, die heißen dann auch COP, was gesagt hat, nämlich die Menschheit betrachtet irgendwie die Natur oder behandelt die Natur wie eine Toilette. So, das also sehr, sehr deutlicher kann man eigentlich nicht diplomatisch reden. Das wird uns am Ende eine ganze Menge Jobs kosten. Es wird Hunger und es wird Tote geben. Und die Welt wird ab 2030 diese Ökosystemleistung jährlich mit 3 Billionen Euro künstlich am Leben erhalten. Ob das jetzt 3 oder 2 sind oder 4 oder 5, ist dabei egal. Nur was dabei geht ist, wir rechnen die ganzen Sachen immer in Wohlstand auf. Wir sind aber an dieser Grenze, wo uns das Wohlstand kostet, schon lange angeschlossen, ne?